So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dying Light 2 Stay Human, der Uncut-Version. Und wir werden jetzt alle Wertsachen verkaufen und haben extrem viel Kohle. Das sind nämlich diese ganzen Sachen. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ne? Das brauche ich alles nicht, um irgendwas herzustellen. Ja, also weder Whisky noch Ausgehschuhe und sowas. Also das bietet sich alles an, um es zu verkaufen. Und jetzt haben wir extrem viel Kohle. Ja. Jetzt können wir nämlich auch auf einmal ganz viele geile Sachen kaufen. Und da würde ich mich eigentlich gerne mal tatsächlich vielleicht hier so ein bisschen neu einkleiden. Jägerklasse. Schwerpunkt auf Fern... Nee, das mache ich ja nicht. Ich bin ja ein Nahkampftyp. Sanitäter mit Schwerpunkt auf Parkourkampf und Heilung. Jo, das ist was für mich hier. Was haben wir hier? Panzer. Ah, viel einstecken zu können, ist schon wichtig, ne? Das ist der Jäger. Jäger, Sanitäter. Ja, es ist jetzt so die Frage, in welche Richtung man geht, ne? Geht man jetzt in die Richtung Raufbold? Panzer? Sanitäter? Jäger? Schwierig. Das brauchen wir jetzt nicht. Was heißt, dann werde ich mir jetzt das Katana kaufen. Da habe ich Bock drauf. Das Katana. So, und dann gucke ich jetzt nochmal eben einmal bei ihm hier. Weil, dann kaufe ich nämlich die Sachen, die er hier hat. So. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Wir müssen jetzt auch nicht unser ganzes Geld rauspulvern, ne? So, Inventar, Übersicht. So, dann nehmen wir das raus, packen das Katana da rein. So, und das Katana werde ich jetzt modifizieren. An der Spitze kriegt sie jetzt hier die Flamme und am Schaft machen wir auch die Flamme. So, oh, das sieht aber schick aus. Wendet Feuer bei kritischen Treffern an. Wendet Feuer bei kritischen Treffern an. Okay, ein Talisman. Habe ich auch noch einen Talisman? Hemmstoff. Okay. Ein sonderbares Schmuckstück, mit dem das Aussehen ihrer Waffe individuell gestaltet werden kann. Okay. Oh, schick. Jetzt habe ich ein schickes Katana. Ah, super. Bombe. Die Hippe, die lassen wir mal noch. Okay. Muss ich mal eben einmal ganz kurz was gucken bei der Ausrüstung. Warte mal. Panzer? Nö. Ausdauerregeneration ist okay. Gucken wir mal eben hier. Da haben wir nur das. Okay. Was haben wir hier? Da haben wir auch nur das. Schuhe. Jäger. Rüste die mal aus, die sind ja anscheinend besser. Dann könnte ich die eigentlich verkaufen, ne? Heilungseffektivität. Ah, vielleicht. Ich könnte mir mal eine. Oder ich kaufe mir mal eine Hose. Ich habe gar keine Hose an. Geh weg. Warte mal. Hast du eine Hose? Du hast auch keine Hose. Warum habt ihr denn alle keine Hose? Weil ich will dir hier meine Turnschuhe Level 1 kannst haben. Torso, Waffen. Was hast du denn hier für ein Torso?
Der ist aber teuer. Ah, ist egal. Parcours XP. Oh. Ah, Parcours minus 4%. Das ist nicht gut. Ausdauerkosten, Nahkampf. Oh, nee. Nee, nee. Heilungsgeschwindigkeit, antiseptische Umwicklungen. Junge, Junge, ja. Nein, nein, ich lass es jetzt. Und dann laufe ich halt ohne Hose rum. Das ist auch okay. Kann ich mitleben. Hauptsache, ich habe ein Feuerkatana. Das reicht mir. Wirklich, wir können keine Zeit verschwenden. So. Ich habe nie geglaubt, dass die Neid war echt. So, wo gehen wir jetzt hin? Was habe ich denn hier noch? Fertigung. Ein Molotow. Ja, das weiß ich ja, dass ich einen Molotow herstellen kann. Stofffetzen, Alkohol. Ja, komm, stell mal einen Molotow nochmal her. So. Gut, Fertigung ist fertig. Inventar, Übersicht. Aufputschmittel. Ja, das sollte ich vielleicht dann mal nehmen, anstatt diese Dinger hier, ne? Das ist nochmal Medikit. Ich habe ja die Medizin. Immunität. Feuerfestigkeit. Ah, lassen wir das erstmal so. Ja, da habe ich jetzt nichts anderes. Okay, gut. Dann, nächster Plan. Hier müssen wir hin. Die Ankunft. Ja, die machen wir. Die Ankunft machen wir. Okay, let's go. Aiden, da stimmt was nicht. Susie? Natürlich stimmt da was nicht. Was denkst du denn? Hallo? Was? Susie, was ist da los? Es war eine Falle! Ha! Scheiße. Susie? Natürlich war es eine Falle. Aiden, schnell! Sie haben alle Kristalle! Alles, was wir hatten! Ja. I'm on my way. Aber hier, guck mal. Da. Feuerkatana. Hemmstoffbehälter erkannt. Wo? Da unten ist was. Da muss ich helfen. Warte mal. Ich helfe ihm mal eben. Aua. Hab dich. Das ging schnell. Lebst du noch? Nein. Lebst nicht mehr. Okay. Ich habe einen Molotow gekriegt. Das Problem ist. Nein, brauche ich nicht aufheben. Das Ding ist, ich hätte gern den Hemmstoffbehälter gefunden. Irgendwo. Wäre hier ein Hemmstoffbehälter. Hemmstoffbehälter erkannt. Ja, warum? Da unten. Meter. Er ist hier Richtung Mission. Aber er ist hier unten. Ich will erst den Hemmstoffbehälter haben. Komme ich hier irgendwo rein? Ist da nirgendwo. Ah, der Hemmstoffbehälter ist hier. Aua. Hallo. Habt ihr den Hemmstoffbehälter gesehen, Freunde? Der ist hier irgendwo. Ah, hier. Oh. Ja, warte mal. Wo ist... Hä? Da! Wir müssen in das Gebäude rein, Freunde. Keine Ahnung, wie ich in das Gebäude komme.
Weiter, weiter. Weiter, weiter. Das ist hier in dem Gebäude, der. Oh, guck mal hier. Ich will diesen Hemmstoffbehälter jetzt haben. Warte, das ordne ich jetzt auch der Mission über. Zauberpilze. Dann ist der Hemmstoffbehälter. Irgendwo muss ja hier der Eingang sein zu dieser Hütte. Ich sehe Banditen. Oh. Und eine Menge Leichen, Sophie. Es tut mir leid. Wusste ich doch, dass die Schweine uns hintergehen würden. Scheiß auf die Wichser, Aiden. Mach sie alle kalt. Na, jetzt bin ich im Questbereich. Okay, dann, okay, wenn ich im Questbereich bin, dann machen wir das jetzt. Der Hemmstoffbehälter kommt gleich. Okay, mal eben hier hingehen. Eigentlich gucken, was er da unten hat. Ich muss da irgendwie zu diesem fucking Hemmstoffbehälter kommen. Besser. Dogen. Das ist echt schlimm mit dem Looten, ne? Mal deine Taschenlampe aus. So, wie viele Feinde sehen wir denn? Wir sehen 1, 2, 3. Das war's. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich den richtig am Sack gehen kann. Pass auf. Ich nehme mich da in die Mitte komme, da sind nämlich diese Kanister. Da kann ich. Okay, hier kann ich mich runterfallen lassen. Weil ich will ja eigentlich dahin. Warte mal. Stinkendes Höllenloch. Das könnte ich nämlich anzünden. Aber ihn kann ich auch per Hinterhalt killen. Der steht da hinten nur rum. Kommt, der sieht mich natürlich, ne? Aber der hier vorne, der ist jetzt. Naja, das ist doch nicht Ziel Nummer 1. Den werfe ich ihm voll gegen den Kopf. Alter, steck diese flammende Waffe weg, Junge. Du willst dich hier verstecken. Du kannst jetzt nicht mit einer flammenden Waffe hier hocken. Das Geräusch habe ich mir wohl eingebildet. Oh, das war so schlecht. Das war so schlecht. Das war echt schlecht. Also, da habe ich echt Glück gehabt, dass der mich nicht gesehen hat.
Ich mache ihn hier rauf. Jetzt vollende ich den Plan, den ich gerade hatte. Oh, guck mal, hier ist ein Speer. Was? Was hat er denn da jetzt noch hinterhergeworfen? Ist er doof? Du kannst nicht lange unentdeckt bleiben. Hör schon auf, dich zu verstecken, du feige Ratte! Weiß ja nicht. Jetzt ist die Kacke am Dampf. Hallo? Habe ich dir gegeben, Kumpel. Hallo. Jetzt hab ich dich. Hallo, Junge. Oh, er ist hier. Geschafft. Keine Überlebenden. Diese Bestien. Finde die Kristalle. Ja. Sie hatte sie. Wie komme ich denn da rein? Ich mal eben hier ganz kurz suchen. Hallo? Was geht ab? Warum? Er wirft immer einen Molotow hinterher. Er wirft immer einen Molotow hinterher. Das ist so undankbar. Ich muss da so eine Münze da machen. Dass er dann immer eine Münze wirft oder sowas. Das ist mir so oft passiert. Schweinepriester, ey. Oh, hier sind auch noch ein paar Feinde. Und mit denen will ich jetzt erstmal gar nichts zu tun haben. Ja, der Hemmstoffbehälter, ich weiß. Ich will da rein. Ich komme da nicht rein. Ich weiß nicht, warum ich da nicht reinkomme. Zerbrochene Flasche. Ach Junge, brauche ich nicht. Mach weg die Scheiße. In die Luft. Kann ich das hier irgendwie... Kann ich hier irgendwas zerstören? Okay, das funktioniert nicht. Also... Irgendwie... ist das manchmal noch ein bisschen rätselhaft. Ist wieder eine Flasche? Na gut, okay. Hallo? Susi? Karl? Sie haben Karl... Was? Wo? In ihrem Lager. Wir müssen... Susi? Susi, wo sind die Kristalle? Susi? Sophie, ich habe Susi gefunden. Sie ist tot. Ich kann es nicht fassen. Zuerst Birdie, jetzt sie. Verdammt. Verdammt. Du hättest nichts tun können. Nein. Außer, dass ich sie dahin geschickt habe. Joes Leute haben Karl entführt. Und ich sehe die Kristalle nicht. Fuck! Was? Shit! Ah, verdammter! Was? Ein Unhold. Ein riesiger, hässlicher Bastard. Er ist langsam. Aber sei vorsichtig. Durchsuch die anderen Leichen, Aiden. Vielleicht sind die Kristalle ja noch da. Naja. Kumpel. Hier. Der hat bestimmt ordentlich Bums, ne? Oh, sind doch noch kleine Freunde jetzt. Auf.
Wie? Sir, wie haben Sie das gemacht? Ja, er ist langsam. Das heißt, wir müssen eigentlich in erster Linie erstmal die Kleinen killen. Hallo? Hallo? Nein, 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 nein. Oh. Jawohl. Das war der Plan. Auch mit euch. So, sehr gut. Hier war aber noch einer. Ah, hallo. Da kommt der Dicke. Okay, pass auf. Perfekt. Entzünden. Und werft. Viel Spaß damit. Ciao. Ja, aber das hat schon ein bisschen Damage gemacht bei ihm, oder? Weiß er, wo ich bin? Aber er weiß nicht, wo ich bin. Wo ist er hin? Ich will mir mal so einen Kanister an den Kopf werfen. Da bist er, hallo! Hier, bitte. Viel Spaß damit. Sir, Sie sehen nicht gut aus. Hallo, da hinten, Freunde. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Ja, komm, lauf, lauf. Lauf, mein Freund, lauf. Ja, schön gemacht. So, guck mal jetzt. Komm, Junge. Gut gemacht. Oh, dicker Bursche. Dicker Bursche on fire. Da sind noch zwei kleine. Ah, hallo. Hallo, hallo, hallo. Immer schön hier hinkommen, genau. Also einmal gucken, wo der Dick ist. Ah. Piss dich. Piss dich. Oh, da ist der Dicke. Oh, 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 oh. Was machst du? Was machst du denn hier? Wer hat dich denn eingeladen, hä? Hä? Du kleine Sau, du. Hab. Hast ja nichts verloren. So. Oh. Dicker Bursche. Achtung, dicker Bursche, dicker Bursche. Nehme ich dich mal eben hier ganz kurz. Hallo. Oh, ich weiß nicht, wie weit sein Radius ist, ja. Ganz kurz gehen. Wir haben einmal auch mal heilen. Für den Fall, falls er uns gleich trifft. Ach, er da hinten. Guck mal an. Guck mal, wie hohl. Was für ein Hohlkopf er ist. Komm hin. Ciao. Ich schnitzel dir ein Bein weg. Ey. Ich brauche noch mal so ein Behälter. Wo ist denn hier noch mal so ein... Haben wir hier noch so einen? Ich würde das sehr begrüßen. Ziegelstein, ja. Wie viel Leben hat er denn noch? Hallo? Sir, wie viel Leben haben Sie denn noch? Ja.
ein bisschen Hohlkopf. Ist er wieder? Vielleicht ist noch hier oben einer drauf. Also nicht hier, sondern hier. Hier ist auch keiner mehr. Ja, blöd. Blöd, blöd, blöd. Oh, wollte gar nicht runterfallen. Ach, Junge. Ach, das ist natürlich cool. Ist das so eine einmalige Sache? Ah Mann, ich will den Dicken eigentlich schon killen, aber ich suche noch nach einer... Oh ne, hier darf ich... Wenn mich da kriegt, wenn ich da drin bin, dann bin ich am Arsch. Ich will ihn so wunderschön mit so einem Fass kaputt machen. Ich finde hier kein Fass mehr. Harz. Dann muss ich ihn versuchen, so zu killen. Ja, dann killen wir ihn so. Hemmstoffbehälter. Der Hemmstoffbehälter. Wir haben den Hemmstoffbehälter. Hallo? Hier ist noch ein Wurfspeer, guck mal. Aber er hat nicht mehr viel. Er hat nicht mehr viel an Leben. Das ist gut. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo so ein Wurfspeer? Das wär schön. Das heißt, ich hau ihm einfach einen Ziegel jetzt an den Kopf. Komm mal her. Hier. Im Endeffekt muss ich ja warten. Oh. Oh. Ja, das ist natürlich... So geht's auch. Er läuft durchs Lagerfeuer. Was für einen bitteren Tod kann man haben. Er läuft durchs Lagerfeuer. Sophie, die haben alles mitgenommen. Wahrscheinlich bevor du da warst. Alles ist schiefgelaufen. Also gut, jetzt gehen wir in die Offensive. Treffen wir uns am Lagerplatz von Jack und Joe auf dem Dach bei der Überführung. Wir gehen Karl holen und unsere Kristalle. Jack und Joe werden für diesen Scheiß bezahlen. Okay. Oh, hallo. Wir gehen. Hey, ich hänge hier. Alles Bombe. Scheiße, ich werde sentimental. Das habe ich seit meiner Entscheidung nicht mehr gesagt. Das ehrt mich, aber mach dir keine Hoffnung. Bin ich so der Typ für die Ehe. Was über den Mord am Commander herausgefunden? Sophies Bruder hat etwas über Lukas Tod erwähnt. Mehr nicht bisher. Jetzt gibt es ein größeres Problem. Die Banditen, die du erwähnt hast, haben Karl als Geisel genommen. Oh, Scheiße. Genau. Ich helfe Sophie, ihn zu befreien. Gut. Verschafft ihr ihr Vertrauen. Vielleicht finden wir so raus, was sie wissen. Pass auf dich auf. Jo. Vielleicht werden sie misstrauisch. Aber wenn du das hinkriegst, lässt uns Ato ins Zentrum. Gut, aber ich würde gerne nochmal... Wo ist denn jetzt nochmal die, der Hemmstoffbehälter? Oh, Jump. Ja, sehr gut. Der Hemmstoffbehälter war nicht hier. Hallo. Und euch. Hier nicht stören bei eurer Party. Aber der Hemmstoffbehälter ist auch noch nicht hier in der Nähe. Kann eigentlich auch hier wieder gehen. Hemmstoffbehälter ist da hinten irgendwo, wie gesagt.
Musst du da jetzt hoch? Der Hemmstoffbehälter ist hier. Oh nein. Da unten ist wieder so ein Freund dann, ne? Hemmstoffbehälter in der Nähe. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe. Das ist jetzt wieder sowas, was nicht gut ist, ne? Ja, das ist hier wieder dunkle Höhle. Da will ich ja gar nicht hin. Aber das ist anscheinend das, was ich machen muss. Oh. Fallschaden. Oh. Freunde. Freunde, ich will mich doch nochmal eben heilen hier. Gönnt mir das doch. Ich gehe nämlich jetzt. Hallo? Ja. Das wird da drin sein. Hallo. Oh. Da ist Chemiebereiche. Ja, ach nein, da wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich werde diese Hemmstoffbehälter. Ich bin einfach zu schlecht, um die zu finden, ne? Oh, da komme ich nicht hoch. Einfach zu schlecht, um diese Hemmstoffbehälter zu kriegen. Aber egal, dann machen wir jetzt die Mission weiter. Ciao. Hey. Aber er hat mich einfach während des Hinterhalts. Dreckige Sau, Alter. Ja, du mich auch, ey. Ah, du brennst selber. Du Vollpfosten. Oh, ja. Kommst du hier rüber? Ah, soll ich rüberkommen? Kritischer Damage. Komm her, du kleiner. So. Dann halt so. Weil hier ist irgendwo noch ein Dritter gewesen, außer der hat sie selber umgebracht. Würde ich denen auch zutrauen, wenn ich ehrlich bin. Also so manche Sachen sind mir hier immer noch so ein bisschen so ein Rätsel, ja. Diese Hemmstoffbehälter finden. Was das mit den Läden da auf sich hat, dass da irgendwie nie was, dass ich das nicht abschließen kann. Vielleicht habe ich den Skill noch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, erstmal zu den Banditen. Die hier? 35 Meter.
Achso, das sind hier unsere Leute. Von mir aus. Dann würde ich sagen, machen wir das aber in der nächsten Folge, oder? Nimm das mal alles mit hier. Werkzeuge, Stofffetzen. Na komm, wir machen das jetzt noch. Was geht ab? Ah. Hallo, Herman. Wo ist Sophie? Warum warst du nicht bei der Mission? Deine Freunde hätten dich gebraucht. Okay. Das heißt wohl, ich soll hier warten. Der gibt dir gleich einen aufs Maul, Aiden. Jo, jetzt sind wir wieder hier. Wir haben einen wunderschönen Traum. Ich lass mal die Kamera weg. Baby! Mia? Folge der Stimme, okay. Na, schnell laufen kann ich nicht. Ich kann nur in dem Tempo. Was ist denn los mit dir? Mia, wo bist du? Mia? Ja, alle gehen selber auf, nur die Letzte nein, nicht. Nein, nein! Lauf! Durch die Flammen. Okay. Unsere Träume sind echt nicht schön. Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Warum war Herman nicht mit bei der Mission? Gegen den Kerl hätten die keine Chance gehabt. Er? Er ist stark, aber hilflos wie ein Kind. Ein verdammt großes Kind. Du verstehst das nicht. Herman ist fast taub. Er war früher der Leibwächter meiner Mutter. War schon immer da, soweit ich mich erinnern kann. Nachdem sie gestorben war, blieb er in unserer Nähe. Einmal ging das Licht in meiner Unterkunft aus. Die Infizierten brachen durch ein Fenster. Herman versperrte den Weg und warf eine Granate auf einen Infizierten in der Nähe. Er überlebte die Explosion, aber verlor sein Gehör. In einem Kampf Mann gegen Mann ist er beinahe unbesiegbar. Aber wenn er von hinten überrascht wird, ist er so verwundbar wie ein Kind. Eine Wahnsinnskombination, vor allem für ihn. Deshalb bevorzuge ich es, ihn im Auge zu behalten. Manchmal frage ich mich, ob er auf mich aufpasst oder ich auf ihn. Okay, macht Sinn. Lass ich mal so gelten. Bleib mal geschmeidig. Mach dir keine Vorwürfe. Es hätte viel schlimmer sein können. Genau, erstmal auf ihn zeigen. Auf Barney. Wenn ich auf mich gehört hätte. Hätten wir jetzt Wasser und mehr von unseren Leuten wären am Leben. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast getan, was Karl wollte. Ja, aber ich lasse nicht zu, dass er den Bazar ins Verderben führt. Verstehe. Du denkst, Jack und Joe könnten etwas mit dem Mord an Lucas zu tun haben? Joe vielleicht. Er ist ein totaler Psycho. Und ein Dieb. Er wusste, die Peacekeeper hängen ihn, wenn sie ihn erwischen. Aber Jack hätte das nicht zugelassen. Ist zwar ein Feigling, aber er denkt rational. Schöne Kombination. Einer, der schlau ist und feige und einer, der ein Arsch und Draufgänger ist. Und wie lautet der Plan? Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unserer Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gazelle. Barney, halt den Mund! Was? Hätten wir ihn rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen und keine Trauerfeier. Du wolltest doch meine Hilfe gar nicht, du Penner. Falls du deine Meinung änderst. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Erst will er unsere Hilfe nicht und dann auf einmal sagt er, hätten wir mal schneller geholfen. Was ein Idiot. Birdie, auf dich! Ja, den du im Stich gelassen hast. Du und Birdie, ihr standet euch nah, oder? Er versuchte sich als Dichter,
zeigte mir immer seine Werke und sagte, die anderen wären zu dumm, um sie zu verstehen. Hab ihm nie gesagt, wie schlecht sie waren. Er war ein guter Junge. Ich nahm ihn in die Gruppe auf, nachdem er in einer Dark Zone seinen Vater verloren hatte. Er war 10 Jahre alt. Ja, das ist ziemlich jung. Zu jung, aber er hatte sonst niemanden. Also nahm ich ihn auf. Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, ne? Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen, wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Karl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber Recht oder Unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack und... Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davonkommen lassen. Ralph, Susie, Logan, Birdie. Sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Ja, rauscht manchmal. Geh zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Danke. Aether hier. Hauen Sie ab, aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sieht. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Aiden. Ich bin auf dem Dach in der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Es geht um Ihr Leben. Okay. Ich reiß den Kehle raus. Es geht um unser Leben. Ich schlitz sie auf. Ganz langsam. Da unten ist ein Heuler. Stück für Stück. Okay. Er ist da hinten. Ja, reden wir noch mit Aether. Muss ich nur mal gucken, wie ich hier runterkomme. Hemmstoffbehälter. Ja, Hemmstoffbehälter bekannt. Super. Er ist da in der Bakery, ne? Eigentlich können die mich da auch mal jagen, oder? Da oben ist UV. Ach, die werden mich noch früh genug jagen, glaube ich. Aber wobei, weißt du was, da habe ich irgendwie Bock zu. Warte mal. Ich habe ja den Weg, den ich gehen will. Da ist er. Hallo. Machen? Ja, komm. Ich würde dann da drauf springen und dann hier rüber. Okay, komm, versuchen wir. Hallo? Herr Heuler. Oh. Jawohl, die Jagd hat begonnen. Nein. Ich komme nicht hier hoch. Geh doch hoch. Boah. Das geht ja schon beinahe schief. Ich komme nicht hier hoch. Ich komme nicht da hoch. Ich komme nicht da hoch. Leck mich doch. Was war das denn für eine Scheiße? Die Jagd ist vorbei. Was war das denn? Ich bin nicht hochgekommen. Mann. Mann. Dreckschweine. Reden wir. Dreckschweine, ja, komm, reden wir. Was wollen Sie? Mir gefällt nicht, was hier vor sich geht, Aiden. Zuerst töten Jack und Joes Banditen Karls Leute. Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Sie machen doch da nicht mit, oder? Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Na, glaube ich nicht. Die scheinen sich über jede Hilfe zu freuen. Das sagen sie. Aber diese Leute hassen uns, Aiden. So wie jeden, der mit uns arbeitet. Wenn sie also den Verdacht hegen, vor allem jemand wie Sophie. Ich komme mit denen klar. Das dachte Lucas auch. Und sehen Sie nur, wie es endete. Es wäre ein Jammer, wenn ich sie irgendwo in der Grube mit abgezogenem Fell finden würde. Sind Sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen.
Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sophie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaube nicht, dass sie misstrauisch ist. Glauben Sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Basar nicht geholfen zu haben. Und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wenn wir also anfangen, ihre Leute zu befragen, seien Sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben Sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lukas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass Sie Lukas getötet haben, finden Sie von Sophie heraus, wann sie den Angriff plant. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo Sie gerade sind. Seien Sie vorsichtig. Jo, manchmal ist das mit den Dialogen ein bisschen cool. Passen Sie gut auf sich auf, Pilger. Ja, mach ich. Treten Sie der Gruppe bei. Ja, das machen wir in der nächsten Folge, weil da geht's dann wieder richtig los. Dann werden wir den Überfall machen auf Arsch und Loch. Weißt du Bescheid, ja? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.